Jeden Tag nutzen weltweit mehr als 2,1 Milliarden Menschen WhatsApp, Instagram, Messenger und Co. und hinterlassen so ihre sehr persönlichen Spuren im Netz. Doch was passiert eigentlich mit diesen Daten? Haben wir noch ein Privatleben oder sind wir wirklich auf dem besten Weg zum gläsernen Menschen? Wie können wir im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung unsere Daten wirklich schützen? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DigiDAS Magazin. Mein Name ist Sandra Thier und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das Thema in der heutigen Sendung ist eins, das uns alle bewegt. Es geht nämlich um Datenschutz. Das Smartphone zeichnet unsere Schritte und Schlafphasen auf. Alexa und Siri erinnern uns an Geburtstage oder schreiben unsere Einkaufslisten. So geben wir tagtäglich private Gewohnheiten preis. Doch welche Risiken stecken dahinter und wohin gehen unsere Daten? Das wollten wir wissen und haben uns umgehört. Täglich tauschen mehrere Milliarden Menschen privat Kurznachrichten, Videos und Fotos durch Apps miteinander aus und hinterlassen so ihre sehr persönlichen Spuren im Netz. Wenn man sich Social Media anschaut, wie viele Menschen vieles Privates von sich preisgeben und dass man selbst als Amateur Profiler spielen könnte, sprich gucken kann, wer ist wie drauf und wer gibt was von sich preis, das ist schon erschreckend und zeigt, ja, viele Menschen achten gar nicht mehr wirklich auf ihre Privatsphäre und geben Dinge preis, die eigentlich niemanden angehen. Die Anbieter dieser Apps generieren ihren Gewinn aus dem Verkauf der Nutzerdaten. So gelangen private Informationen wie GPS-Standorte oder Nutzungsverhalten an Dritte. Durch diesen Datenverkauf kommt es häufig zum Verlust oder Diebstahl persönlicher Informationen. Was viele Menschen gar nicht wissen, gerade Smartphones, gerade Google weiß sehr viel von uns. Wenn wir stetig unser GPS aktiviert haben oder stetig online sind, wird natürlich im Hintergrund durch Google ausgewertet, wo wir uns befinden, welche Läden beispielsweise in der Nähe sind, sodass ich maßgeschneiderte Werbung angezeigt bekomme. Und das muss ich einfach wissen. Ich brauche mich nicht wundern, wenn ich auf einmal gefragt werde am Smartphone, du warst in dieser und jener Region, bitte gib deine Bewertung ab. Ja, sie haben die Daten gesammelt, weil ich halt diese Optionen offen gelassen habe. Für den Konsumenten ergeben sich enorme Risiken, die oft auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Denn diese Informationen zur Datenweiterverarbeitung verbergen sich oft im Kleingedruckten der AGBs. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Unternehmen sind einmal bindend. Sie haben die sich ja selbst ausgesucht und entsprechend sollte wirklich alles drinnen stehen, was sie tun wollen. Das gilt auch für die Datenschutzerklärung, die in der Form natürlich verbindlich ist, weil ansonsten ja in die Irre geführt wird. Das darf man auf gar keinen Fall. Aber üblicherweise sind solche Dokumente halt erstens einmal sehr umfangreich formuliert. Da gibt es bis zu 30, 40-seitige Dokumente bei den großen Internetdienstleistern beispielsweise und andererseits halt nicht sehr zugänglich und nicht sehr verständlich oft einmal. Also da hapert es schon der Benutzerfreundlichkeit auch und man merkt hier und da oder eigentlich sehr oft, dass es nicht der Wunsch des Unternehmens ist, dass man wirklich informiert ist darüber, was da stattfindet. Dadurch entstehen Vorteile für Unternehmen, die durch Apps, Bonus- oder Vorteilskarten das Kaufverhalten der Konsumenten aufzeichnen und analysieren. Das wiederum ermöglicht, Content und Werbungen an die jeweilige Zielgruppe anzupassen oder auch zu manipulieren, wer was zu sehen bekommt. Unternehmer haben natürlich spezielles Interesse an meinen Daten, wenn sie Werbung schalten. Das heißt, sie wollen wissen, ja, wie alt ich bin, welches Geschlecht ich habe, was meine Hobbys sind, was ich täglich mache, wie von mir aus mein Gesundheitszustand ist, was mir eingeblendet werden kann. Das sind natürlich alles werberelevante Daten und die gibt man natürlich beim Kaufverhalten preis, ob es jetzt Rabattkarten oder ähnliche Aktionen sind. Dort wird natürlich mitgetrackt, was ich verkaufe. Mein GPS trackt, wo ich bin und wo ich mich aufhalte, was ich gerade nutze. Und über Social Media wird natürlich mein Verhalten ausgewertet. Und das ist natürlich für Werbetreibende interessant. In zweiter Instanz können diese Daten natürlich auch missbräuchlich genutzt werden. Wenn wir zum Beispiel nach China schauen, das Social Scoring System, wo man wirklich genau gucken muss, was man von sich preisgibt, ist das natürlich für uns in Europa eine Art Dystopie. Aber es ist möglich, dass wirklich am Ende unsere Daten, unsere Privatsphäre dazu genutzt werden, um uns unter Druck zu setzen. Aber nicht nur mit Apps, sondern auch beim Surfen im Internet werden mit Hilfe von Cookies und Browser-Identifizierung User ausspioniert.
Wie kann man also verantwortungsbewusst mit persönlichen Daten im Internet umgehen, wenn wir keine Macht mehr haben, sobald sie einmal online sind? Es hat jeder von uns das Recht, von Unternehmen, die unsere Daten verarbeiten, einmal jährlich mindestens Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten da eben verarbeitet werden, zu welchen Zwecken sie verarbeitet werden und wen sie weitergegeben werden, wie lange sie noch gespeichert werden und warum das erforderlich und so weiter. Damit signalisiert man den Unternehmen schon einmal sehr gut, dass man sich für seine Daten interessiert, dass es eben nicht egal ist, was damit passiert und man kann überprüfen, ob das, was die Unternehmen damit tun, auch wirklich rechtmäßig ist. Firmen hier in Europa dürfen sich nicht weigern, also sie müssen eine Auskunft geben, das ist gesetzlich so verankert. Und dementsprechend lege ich das jedem ans Herz. Wenn man wirklich meint, eine Firma, wer auch immer, hat Schindluderei mit meinen Daten betrieben, kann ich auf eine Auskunft bestehen. Eine Variante der Datensicherung ist das Speichern in der Cloud, zu Deutsch Wolke. Nach dem Upload der persönlichen Daten in die Cloud werden diese verschlüsselt und auf unterschiedlichen Standorten gespeichert. Diese Server sind unabhängig voneinander aufgestellt und die Daten werden dezentral gespeichert. Das wesentliche Merkmal von Cloud-Diensten ist, dass Datenverarbeitungskapazität zur Verfügung gestellt wird, unabhängig von einem bestimmten Ort. Und die Risiken sind einerseits natürlich, dass es unbekannt ist, wo die Daten jetzt konkret liegen, aber andererseits auch unbekannt ist, was dieser Anbieter dann konkret mit diesen Daten tut. Da ist immer die grundsätzliche Frage, ist das ein kostenpflichtiger Dienst oder einer, für den wir unmittelbar nicht zahlen müssen. Wenn wir unmittelbar nicht zahlen müssen, ist es sehr naheliegend, dass eine sehr umfangreiche Datenauswertung stattfindet und dann versucht wird, eben Geld aus unseren Personen bezogenen Daten zu schlagen. Da hängen oft 20, 50, 100 andere Unternehmen noch mit dran, die auch in diese Datenverarbeitung eingebunden sind, wo man auch schon wieder einen sehr schlechten Überblick darüber hat, was die dann weiter mit diesen Daten tun. Doch was tun, wenn die Daten einmal missbraucht wurden? Bei Datenschutzverstößen ist auf jeden Fall der richtige Weg, zur Datenschutzbehörde dazu mitzugehen, weil das auch etwas ist, was kostenfrei möglich ist. Das heißt, man braucht keinen Anwalt, man kann sich selbst einmal dorthin wenden und das Verfahren selber bei der Datenschutzbehörde ist auch kostenlos für die Betroffenen. Das heißt, da kann man unmittelbar mal seine Rechte geltend machen. Zusätzlich ist der Gerichtsweg auch möglich, aber da ist dann halt schon die Frage, braucht man Anwalt dazu, gibt es Gerichtsgebühren, die zu zahlen sind und Ähnliches. Die Digitalisierung schreitet im alltäglichen Leben voran, ein Vorgang, der nicht aufzuhalten ist und auch viele Vorteile birgt. Dennoch ist es wichtig, bedacht mit seinen persönlichen und privaten Daten vorzugehen und einen verantwortungsvollen Umgang zu pflegen. Denn jeder sollte sich bewusst werden, wie viel man aus seinem Privatleben online preisgeben möchte. Nutzen Sie Geräte wie Alexa, Smart Home und Co.? Haben Sie Angst, belauscht zu werden und wissen Sie nicht, welche Daten diese Geräte alle sammeln? Das wollten wir wissen und haben uns auf der Straße umgehört. Ich hatte schon mal personalisierte Werbung. Das war aber ganz lustig, weil ich saß mit einer Freundin auf einer Wiese und ich bin nicht in dem Alter, wo man an Rheuma erkrankt, aber wir haben komischerweise über Rheumadecken gesprochen. Und einen Tag später hatte ich eine Werbung auf Instagram für Rheumadecken. Und das ist jetzt nichts, was ich vorher schon mal gegoogelt hätte oder wofür ich mich mal interessiert hätte oder mir das schon mal angeschaut hätte. Das fand ich, das war so eins der Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, also die hören schon gut zu. Ich habe zwar Siri ausgeschalten und auch die Funktion mit Hey Siri, wo sie sich von selber einschaltet. Trotzdem werden mir Beiträge angezeigt oder Werbung angezeigt, worüber ich nur gesprochen habe und nie gegoogelt habe. Das heißt, die hören auf jeden Fall mit. Das ist mir völlig bewusst. Also ich lese keine AGBs, weil ich mir denke, es ist einfach zu viel zum Durchlesen auf einmal. Die ersten 2 bis 3 Absätze manchmal, wenn es eh das gleiche ist wie meistens, dann höre ich damit auf. Meine Folgen des Nichtlesens von AGBs sind möglicherweise, dass meine Daten irgendwo landen, verkauft werden oder vielleicht Bilder, Zugriff auf Smartphone, auf meinen Internetverlauf und so weiter. Meistens steht nicht wirklich was Wichtiges drin, was man wissen müsste. Oder man kommt selbst nicht drauf, dass das jetzt nicht stimmt vielleicht, dass das nicht gut ist, was da drinnen steht. Ja, weil das ist auch schön geschrieben. Ich kann das jetzt eigentlich nicht wirklich vergleichen mit irgendwas. Wenn es sich dabei um etwas handelt, was auch datenschutzrechtliche Belange behandelt, ist es, glaube ich, ziemlich riskant und gefährlich auch. Weil man ja nachher nicht sagen kann,
was jetzt die eigenen Rechte sind, wo man sich vielleicht hinwenden kann. Ja, wenn die zum Beispiel auf Instagram oder Facebook oder so sind, dann gehören die Daten eh schon allen anderen Firmen, die mit Facebook zusammenarbeiten oder mit Instagram. Ja, ich glaube, dass wir alle unsere Daten leichtfertig im Internet angeben. Auch ich, aus Bequemlichkeit, aus, ja, weil es eh schon so Usus ist, aber ich glaube, uns ist vieles nicht bewusst, was mittlerweile möglich ist mit anhand unserer Daten und Algorithmen, ja. Und ich freue mich jetzt auf meinen Studiogast und begrüße sehr herzlich Rudi Klausnitzer. Schön, dass du da bist. Herzlich Danke willkommen. Danke für die Einladung. Du hast ja ein Buch geschrieben zu dem Thema Das Ende des Zufalls, wie Big Data uns und unser Leben vorhersehbar macht. Was waren denn deine Beweggründe dazu? Na, ich habe mich mein Leben lang, also mein Berufsleben lang mit Kommunikation beschäftigt und beschäftige mich eben mit der Form, wie Menschen miteinander kommunizieren und rundherum Medien, aber auch eben Daten, die dadurch entstehen. Und da gab es plötzlich, das war 2013 herum, gab es die ersten Meldungen, dass wir Technologien haben, entwickelt haben, die es möglich machen, große Datenmengen, komplexe Formate in großer Geschwindigkeit zu verarbeiten und dass damit Dinge möglich wären, die bisher noch nicht möglich waren, wie zum Beispiel die Verarbeitung von sozialer Kommunikation. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert, war aber am Anfang, wie soll man sagen, ein dunkles Loch, vor allem für jemanden, der nicht aus der Computerwissenschaft kommt. Ich habe mich dann aber reingearbeitet. Aber du wolltest das dann eben verstehen, worum geht es da? Ich wollte es verstehen und ich wollte vor allem, hat mich angezogen, die Aussage, dass soziale Kommunikation analysierbar wird. Denn das war ein großer Streit vorher unter den Gelehrten, die gesagt haben, ja, soziale Kommunikation, das sind keine formatierten Daten, die wird man nie wirklich maschinenmäßig analysieren können. Und das war faszinierend, dass da zunächst einmal behauptet wurde, dass das möglich ist. Und man dann immer mehr, je mehr sich Big Data und die Technologien rundherum entwickelt haben, desto mehr hat man gesehen, jawohl, man ist in der Lage, weil man eben so unterschiedliche Formate verarbeiten kann, auch sehr komplexe Inhalte nicht nur schnell zu verarbeiten, sondern auch zu analysieren. Hast du schon mal persönlich überlegt, wo du Daten ablegst, also welche Daten du am Tag zum Beispiel aussendest irgendwohin? Ob naja, überlegt oder unüberlegt? Überlegt habe ich natürlich immer wieder, was setze ich an Datenspuren oder umgekehrt auch, wie gehe ich mit Daten um, die ich habe? Denn das Problem, das wir haben, ist ja nicht so sehr, dass wir nicht viele Daten haben. Das Problem ist, dass wir sehr selten sie wirklich konsequent nützen. Und dort, wo sie konsequent genützt werden, sind wir dann plötzlich überrascht, was alles möglich ist. Dass ich eben aus unterschiedlichsten Datenpunkten, so wie bei einer Peilung, andere Daten errechnen kann, die ich gar nicht habe. Also wenn Menschen sagen, na ja, eigentlich von mir gibt's ja nur das und das und das, dann ist das ja nur ein Teil. Denn aus diesen Daten kann ich, vor allem wenn ich die Daten anderer Menschen habe, mit denen ich Kontakt habe, Dinge errechnen, die weit, weit weiter gehen und weit bessere Vorhersagen ermöglichen, als wenn ich nur die eigenen Daten habe. Das geht natürlich auf sozialen Netzwerken sehr gut, ja, wo man ein öffentliches Profil hat, also wenn man es freigeschaltet hat, wo man viele Freunde hat oder Bekannte und Freunde, wo auch fremde Menschen draufschauen können und auch analysieren, das Netzwerk anschauen und dann kann man ganz schnell auch Daten sammeln und eben analysieren, wie du richtig sagst. Ja, und vor allem nicht nur du postest über deine Freunde, deine Freunde posten auch über dich und das wird dann recht schnell ein dreidimensionales Bild. Ja. Aber was natürlich der wirkliche Treiber dieser Big Data Technologien war die Möglichkeit, Vorhersagen zu machen. Bisher war eigentlich unsere Intelligence, was war und was ist gerade, also die Diagnose. Und jetzt plötzlich konnten wir viel besser in die Prognose gehen, also was wird sein. Und das brauchen wir für viele Vorgänge. In dieser schnellen Welt ist es nicht wichtig, was jetzt gerade passiert, sondern was wird in der nächsten Sekunde passieren oder was wird in einem Jahr passieren. Und das war dann das Verblüffende, dass wir plötzlich Dinge vorhersagen konnten, wie
ist jemand schwanger, obwohl er es vielleicht selber noch gar nicht weiß, ja? Oder wo werden am nächsten Tag verstärkt Einbrüche sein und viele andere Dinge. Also du meinst auch durch diese Daten und diese Spuren, also diese Datenmengen, die wir auch jeden Tag irgendwo lassen, ohne dass wir es wollen zum Beispiel, können Analysten sehr viel rausziehen und auch Dinge vorhersehbar machen. Ja? Also gut, in der Werbung, in der Kommunikation ist, klar, ich bin im Netz unterwegs und kriege dann Werbung ausgespielt nach meinen Interessen, weil ich halt irgendwo oben war, wo ein Algorithmus gelernt hat, dass ich das auch. Gut, das sind sozusagen die einfacheren Übungen. Genau. Die komplexeren sind schon, dass ich sagen kann, wer wird in einem bestimmten Bezirk im nächsten Jahr sein Haus verkaufen? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im nächsten Jahr ins Spital musst? Ja? Das sind Dinge, die sind heute schon möglich, natürlich nicht zu 100%. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist dann vielleicht 70%. Aber für viele Dinge reicht das, das zu wissen, weil wenn ich mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit weiß, dass du zum Beispiel im nächsten Jahr dein Haus verkaufst, dann macht es Sinn, wenn ich ein Immobilienmakler bin, dass das ich dich angehe. Ja? Genau. Also das erleichtert mir eigentlich die Arbeit. Und diese Predictive Analytics, das ist etwas, man kann es gut mit Tontaubenschießen vergleichen, ja. Also wenn man, dieses Zeichen steht zwar seit dem Ibiza-Video für Glock eher, aber wenn man jetzt schießt, dann darf man nicht auf die Scheibe zielen, sondern man muss dorthin zielen, wo die Scheibe sein wird, wenn die Kugel ankommt. Ja? Okay. Und das ist genau die Vorhersage, die wesentlich ist. Und jetzt ein guter Schütze hat das irgendwo im Gefühl, aber bei komplexeren Dingen kann ich das mit einer ziemlichen Menge an Daten ziemlich gut vorausberechnen. Und damit bin ich im wahrsten Sinne des Wortes treffsicherer. Es gibt ja den Spruch auch des gläsernen Menschen. Ja? Kann man, das nimmt natürlich zu durch die Technologie und die Möglichkeiten, kann man in unserer Welt noch durchs Leben gehen, ohne eine Spur zu hinterlassen? Naja, nein. Und selbst wenn man jetzt sagt, ich will möglichst wenig Spuren hinterlassen, dann wird man vermutlich in 5 Jahren oder in 10 Jahren irgendwo in einem Reservat oder in einem Museum sitzen und ausgestellt werden, weil man am normalen Leben nicht mehr teilnehmen kann. Weil das ist ja nicht nur das Smartphone. Okay, das ist sicher ein zentrales Instrument, aber es ist das Smart Home. Ja? Es ist die Überwachung im öffentlichen Raum. Du kommst heute de facto von einer Kamera in die andere. Finnland hat jetzt gerade in der EU angeregt, man soll denn auch den Personenverkehr außerhalb des Fliegens überwachen. Das heißt, wenn du in die Bahn steigst und in einen Bus steigst, musst du dich auch ausweisen und es wird auch festgehalten, von wo nach wo du fährst. Das heißt, wir sind schon gläsern. Die Illusion, dass das einmal anders wird, die können wir aufgeben. Ja, das nimmt eher zu. Jetzt wird aber mit unseren Daten, die da überall gesammelt werden, wird auch Missbrauch betrieben. Wie kann man sich davor schützen? Ja, zunächst einmal halte ich den Begriff Datenschutz ja für etwas falsch, weil wir müssen eigentlich Menschenschutz sagen, denn die Daten brauchen wir per se nicht schützen. Die Menschen müssen wir schützen. Exakt, ja? Die Daten sind ja per se auch nicht schlecht. Ja? Es gibt ja auch positive Beispiele, wann ja, man das kann den, gut auch analysieren und voraussehen kann. Es kann den paradoxen Fall geben, dass jemand zwar formal Datenschutz verletzt, aber Menschen hilft, dann wird er bestraft. Oder formal Datenschutz einhält, aber Menschen schadet, dann passiert nichts. Ja? Also der Fokus sollte eigentlich darauf sein, was müssen wir tun, dass der Mensch geschützt ist und dass der Mensch das Maß der Dinge bleibt, dass er nicht das Werkzeug von automatisierten Datengetriebe wird. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn du in deinen Freundesbekanntenkreis schaust, wird das oft diskutiert oder gibt es auch mal Momente, wo man eigentlich sagt, hey, stopp, das ist mir jetzt eigentlich zu viel? Oder auch im positiven Sinne, dass, hey, ich habe eine super App, die trackt das und das mit und erinnert mich, dass ich jetzt meinen Hund füttern muss oder so? Also ich glaube schon, dass das Bewusstsein stärker wird. Ich glaube auch, dass das ist jetzt vielleicht eine Vorhersage, die auch nur einen bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad hat. Aber ich glaube, dass wir auf sowas zusteuern wie Digital Fatigue, also eine Art Müdigkeit gegenüber dem Digitalen, weil wir schon merken, dass das uns immer mehr beherrscht. Wir brauchen es, wir müssen es nur vernünftig einsetzen. Und wir brauchen eine gewisse Distanz dazu. Herausfinden, wo hilft es mir wirklich
Und wo mache ich es einfach nur, weil ich jetzt irgendwas ausprobieren wollte oder weil es alle machen, muss ich es auch machen. Bist du schon in den Missbrauchsfall reingekommen? Also hast du schon private Erlebnisse also gehabt? Ich bin sicher mehrmals, ohne es zu merken, aber ab und zu merkt man es. Also gerade vor ein paar Tagen wollte ich bei Airbnb was buchen und mir ist schon aufgefallen, da ist angegeben, vor der Buchung soll man doch Kontakt aufnehmen, per E-Mail oder per WhatsApp mit dem Vermieter. Das ist mir verdächtig vorgekommen. Ich habe es aber trotzdem gemacht, um zu sehen, was passiert. Weil du als Journalist natürlich neugierig warst und es wissen wolltest. Ja, und was habe ich sofort gekriegt? Natürlich eine E-Mail. Mhm. Ich soll doch meine Passkopie schicken und ich soll doch mein Geburtsdatum und Adresse und. Ja. Ich habe dann dem mitgeteilt, dass ich das nicht mache und nur auf der Plattform. Darauf ist auch das Inserat sofort verschwunden von Airbnb. Die Sicherheitsabteilung von Airbnb beschäftigt sich jetzt damit. Aber das Ziel war nicht, mir was zu vermieten, sondern nur meine Daten zu bekommen. Und das hast du gleich gemeldet und unterbunden? Und damit trägt man bei, dass es schwerer möglich ist, dass Menschen eben das ausnützen, um an Daten zu kommen und Menschen zu schaden. Mir ist einmal passiert, oder ich habe öfters bekommen, irgendwelche so Spam-Mails, wo mir gesagt wird, dass irgendein Mensch in Afrika gestorben ist oder in England. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Berühmte, ja. Genau, ja. Und dann wird der, und ich werde als Erbe eingesetzt, wenn ich die Daten hinschicke und mich melde. Also genau, erstaunlicherweise funktioniert das noch immer, sonst würden die das nicht machen. Ja? Also es gibt dann immer noch Menschen, die glauben wirklich, dass irgendwo in Nigeria jemand sitzt, der jetzt 15 Millionen oder 150 Millionen dir überweist. Und uns ausgesucht hat. Genau. Ja, genau. Was denkst du denn? Also okay, zu Hause Smart Home, Smart Living haben wir kurz angesprochen. Also ja, es ist praktisch, wenn der Kühlschrank die Milch nachbestellt und die Drohne die Zeitung liefert und man alles über Alexa bestellen kann. Aber all diese Geräte hören ja auch irgendwie mit und sammeln auch Daten. Ja, freilich. Also überall dort, wo du eine Dienstleistung in Anspruch nimmst, wird die Dienstleistung auch mitgelockt. Das heißt, das System oder die Systeme wissen, wann du was bestellt, gemacht hast, was immer. Wir werden das auch akzeptieren müssen, glaube ich. Nur, was wir tun können, ist ein bisschen weniger, wie soll man sagen, leichtsinnig sein und einfach sich sagen, pass auf, würde ich das unter normalen Umständen auch machen. Also würde ich die Meldung, das Bild, die Tätigkeit jetzt bei mir zu Hause ins Fenster hängen, weil nichts anderes ist es ja. Und das Zweite ist, immer wieder durchforsten, erstens einmal natürlich die Passwörter, dass die meisten Einbrüche passieren beim Hacken nicht mit irgendwelchen ganz komplexen Technologien, auch Snowdon nicht, ja, sondern indem ich ein Passwort entweder stehle oder herausbekomme. Das heißt, da vorsichtiger sein. Man wundert sich, wie oft es noch immer das Passwort 123456 gibt. Tatsächlich. Es ist aber so. Ja. Und das Zweite ist, aufs Handy schauen, welche Apps brauche ich wirklich. Jede App, die am Handy ist, saugt Daten ab. Und wenn ich da Apps habe, ich auch, also wenn ich da drauf schaue, werde ich nachher das gleich sind machen. Ja automatisch werde ich nachher drauf, gleich machen, genau. Naja, und du lädst dir oft eine App drauf, nur um sie anzuschauen. Und wenn du sie dann drauf lässt, dann arbeitet die. Man muss nur einmal durchgehen bei den Apps und schauen, welchen Zugriff die haben. Und dann merkst du plötzlich, eine App für Horoskop will Zugang zu deinen Kontakten, zu deinen Fotos, ja, überhaupt nicht notwendig. Das heißt, das ist schon einmal der erste Schritt, um sich sicherer machen zu können. Welchen Rat hast du für unsere Zuschauer, wenn man nicht zu viele Daten preisgeben möchte oder wenn man einfach mal innehalten sollte? Was kann man sich ein bisschen anschauen und ein bisschen reduzieren? Einfach bewusst damit umgehen. Sich bei jedem Vorgang fragen, will ich, dass diese Daten, die ich jetzt hergebe, oder das, was ich tue, also ich poste eine Party oder meine Freunde posten eine Party, will ich, dass das alle wissen können und dass das auch gespeichert werden kann. Das ist sozusagen wirklich der erste Schritt. Und das heißt, egal ob Smartphone oder Internet, das Zweite ist, das Smartphone als eine der Hauptdatenschleudern schon immer wieder beobachten und sagen, pass auf, brauche ich die Apps, die da drauf sind? Ja, da gibt es Apps, mir geht es auch noch, ich werde es gleich nachher machen. mir geht es auch so, ich probiere irgendeine App aus, dann ist die da drauf.
ich verwende sie nie wieder, aber die verwendet meine Daten und zwar still und leise, ohne dass es mir bewusst wird. Und wer einmal reingeht in die Apps und schaut, welche Daten die auf welche Daten die Zugriff haben, der wird sich wundern, dass ganz einfache Apps dann eigentlich alles von dir wollen. Das stimmt, das stimmt. Da gibt es eigentlich auch Vorteile, wenn du Big Data anschaust für unsere Zukunft? Ja, es gibt eine Menge Vorteile und wir können in Wahrheit gar nicht mehr darauf verzichten, ja, weil egal, ob das jetzt die Geschäftsmodelle sind, die da neu entstanden sind, ob Airbnb oder Uber, autonomes Fahren, in der Wissenschaft haben wir wissenschaftliche Evaluierungsmodelle, die nur mit künstlicher Intelligenz und Big Data funktionieren. Big Data, künstliche Intelligenz und Gesundheit ist eines der größten Entwicklungsfelder in der nächsten Zeit. Ja. Und das ist auch positiv auf diesem also, Themenfeld. Also da gibt es viele positive Entwicklungen, nur wo viel Licht ist, viel Schatten. Und daher, man muss wirklich vorsichtig damit umgehen. Also das Ende des Zufalls, so heißt dein Buch. Also wenn wir uns in der Stadt das nächste Mal sehen, haben wir uns vielleicht nicht zufällig getroffen. Sondern wir haben uns sicher... Ich habe es auf Facebook gesehen, dass du da bist. Oder wir haben uns sicher nicht zufällig gesehen, weil in Wahrheit viele Faktoren, die wir normalerweise gar nicht wahrnehmen können, dazu geführt haben, dass wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Das mag auch sein. Und ich freue mich, oder vielleicht sollten wir auch ein bisschen... öfters Detox machen, in den Wald spazieren gehen und einfach ein gutes Gespräch führen. Danke auf jeden Fall für dieses heutige gute Gespräch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Hier geht das Magazin.